Wieder frei nach 3 Tagen in den Händen von Gaddafis Armee. Diese 3 Journalisten waren am Samstag verschwunden in der umkämpften Region um Adjabiya, zu Beginn des Krieges der internationalen Koalition gegen den libyschen Machthaber. Nun werden der Brite Dave Clark, der Deutsch-Kolumbianer Roberto Schmidt und der Amerikaner Joe Radle in Tripolis wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie waren bei den militärischen Operationen vor einigen Tagen von der libyschen Armee festgenommen worden, weil sie zusammen mit den bewaffneten Rebellen waren. Illegal seien die 3 Reporter, 2 AFP-Journalisten und ein Getty-Fotograf in Libyen gewesen, sagt das Gaddafi-Regime. Nun sollen sie Arbeitsvisa bekommen, allerdings nur für Tripolis. In der Hauptstadt hat Muammar al-Gaddafi den größten Rückhalt. Aber AFP berichtet nicht nur von dort. Bei unserer Berichterstattung über diesen Krieg folgen wir, wie ich finde, einem vorsichtigen Ansatz. Doch bei aller Vorsicht können wir viele Dinge erzählen, viele Geschichten erzählen über das, was dort geschieht. Viele Geschichten. AFP zeigt weiter alle Seiten des Libyen-Konflikts von vor Ort. Musik.